Ah, ich hätte den einfach langsam runterspielen. Ah, da wollte ich wieder zu viel. Aber okay. Ja, wir haben jetzt oder da auch gesehen gehabt, es geht easy. Also was heißt easy, aber es ist angenehmer. Es ist angenehmer. Also man kann schon recht gut damit dann spielen. Wieder schon Giftschaden drauf, natürlich. Und jetzt werden wir uns dann erstmal schön die XP wiederholen, um da ordentlich Druck dann wieder zu machen. Ich will die auf alle Fälle wieder haben. So, schön ausgewichen. Nimm doch, danke. Frisst mich nicht. Ah, der hat sogar noch den Schaden. Ja, dann. Umso besser für mich. Ich laufe mal kurz außen rum. Schnell mal ein bisschen kurz hochheilen. Ausweichen. Weiter ausweichen. Angreifen. Der hat gesessen. Aber ist okay. Kriegen wir. Kriegen wir. Das haben wir gedodged. Das ist sehr gut. Und derzeit kriegen wir dich. Yes. Easy! Sehr schön! Zack. Typhons Essenz. Katsching! Sei gegrüßt, mächtiger Held. Ich bin Zeus, König der Götter des Olymps. Wir sind dir ewig dankbar, dass du uns geholfen hast, Typhon aufzuhalten. Niemand hätte jemals gedacht, dass ein Mensch einen Titanen besiegen könnte. Die epischen Helden sollten vor dir auf die Knie gehen. Und vielleicht tun sie das auch noch. Der Kanal zwischen unseren Reichen wurde zerstört. Du hast bewiesen, dass die Menschen bereit sind, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Deine Welt der Sterblichen ist noch nicht sicher. Ihr müsst das jetzt selbst in die Hand nehmen. Geh, größter aller Helden. Es gibt noch viel zu tun. Oh ja. Das werden wir machen, Zeus. So. Dann haben wir die Quest erledigt und wir gehen durch das geheimnisvolle Portal. Und das kenne ich jetzt halt auch nicht mehr. Ich habe ihn nur umgehauen, auszusehen, weil ich es ausprobieren wollte und weil ich dann voller Elan war. Und ja, also wir haben ihn jetzt halt zweimal umgehauen quasi. Ich gehe jetzt halt auch nochmal kurz hier. Da hat sich nämlich auch nochmal ein bisschen was getan. Also wir haben hier nochmal ein bisschen abgegradet, ein paar Teile bekommen natürlich. Das hatte ich noch vergessen zu sagen. Okay. Sehr schnell und macht halt ultra den Schaden. Holy moly. Was ist das denn? ja, also das geht ja richtig gut ab. 33. Okay. Schaden. Ja, das hat die DPS hat dann sehr gut. Oh, noch besser. Also wir haben jetzt voll die Wurfwaffe gekriegt. Also Secondhand ist da. Das ist sehr schön, das ist sehr schön. So, jetzt haben wir endlich mal wieder ordentliche Sekundärwaffe.
Das gefällt mir. So, let's go! Dann gucken wir mal, was jetzt da abgeht. Tempel des Apollon. Ich bin blind, aber ich sehe. Ich sehe, dass dich eine neue Reise erwartet. Deine Taten hier oben haben unten für Unfrieden gesorgt. Du musst deinen Weg dorthin finden, wo das Schicksal aller Menschen liegt. Ansonsten werden viele der Größten verloren sein. Suche die Hexe des Ixischen Waldes. Nur sie kann dir den Weg zeigen. Alles klar. Was? Tiresias. Okay. Sagt mir sogar was. Ist die Hexe vom Ixischen Wald. Verdammnis. So. Hallöchen, was hast du zu sagen? Überrascht, Rhordos in einem solchen Zustand zu sehen? Viel ist heute geschehen. Wir haben schwere Zeiten hinter uns, aber die guten liegen vor uns. Merk dir meine Worte. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Wahre Worte. So, Hallöchen. Medea kam vor Jahren zum Ixischen Wald und jetzt ist sie nur noch als die Hexe bekannt. Es mag sein, dass sie vielen hilft, aber jene, die sie aufsuchen, müssen auch mit ihrem Zorn rechnen. Okay. So, ihr? Von Orpheus, Sohn des Morpheus, dem Meister der Musik und der Lieder, erzähle ich eine tränenvolle Geschichte. Es war die schöne Eurydike, die sein Herz gewann. Und an ihrem Hochzeitstag, als sie mit den Nymphen in einem Hain tanzte, schnappte eine Schlange sie an der Ferse. Ein tödlicher Biss. Und Eurydike fiel und starb. Ach, wie war Orpheus voll Kummer. Er spielte und sang so traurig, dass die Bäume ihre Zweige und die Löwen ihre Köpfe hängen ließen. Er sang und die Götter kamen und flüsterten ihm ins Ohr. So ging er nach Aornum in Thesprotis, wo zwischen den nackten Klippen einer der zwei Wege in das sonnenlose Land verläuft. Als er ging, sang er, und alle, die ihn vernahmen, klagten. Orpheus sang für Charon, der weinte, während er sein Boot steuerte. Und er sang zu Kerberos, der seine drei Schnauzen niederlegte und jaulte. Und er sang zum Fürsten dieses Orts, den wir nicht nennen, und zu seiner Herrin, der Göttin Persephone. Ihre Herzen waren bewegt, und sie gewährten Orpheus Einspruch, aber nur unter einer Bedingung. Er sollte seine Geliebte aus dem Hades holen dürfen, solange er sich nicht umsah, bis er mit festem Fuße wieder auf der Erde des Landes der Lebenden stand. Und so zog er los, blickte entschlossen nach vorn. Aber sein Herz wankte, er zweifelte, er fürchtete, er dachte, er würde verrückt werden, er raufte sich die Haare. Und einen Moment lang schaute er zurück. Voller Schrecken flimmerte der Schatten seiner Geliebten und streckte den Arm nach ihm aus und verschwand erneut in den Tiefen, um niemals mehr die Sonne zu sehen, um niemals mehr die Liebe zu sehen. Okay. Harte Story. Wie viele Nächte ist es her, dass ich nicht von den übelsten Träumen geplagt wurde? Und immer, immer träumte ich von den Toten. Kein Zufall, denke ich mal. Kein Zufall. Gut. Sehr schön. Wieder Händler. Er liegt im Sterben. Und wir haben hier den Port. So. Im Olympo haben wir jetzt immer auf Rhodos. Was ist hier? Und wir haben noch eine große, weite Reise vor uns. Aber sehr cool gemacht. So. Ich komme nicht an Eisen. Der Preis von Bronze. Du hast Glück, dass ich überhaupt was anbieten kann. Ja, ist ja gut. Ist ja kein Grund, gleich hier auszurasten.
So, Schuhe. 108 haben die Energie- und Verteidigungsqualität, Stärke und Schaden gegen Dämonen. Jo. Das machen wir doch. Die sind wesentlich besser. Helm, denke ich mal, wird nichts besser sein. Nein. Brust wird, glaube ich, auch schwer werden. Okay. Ja, die haben halt einen höheren Rüstungswert, aber alles andere ist halt so... Mäh. Nicht so gut irgendwie. Blau. Langsam. Ist auch ein Speer. Hier. Schnell. So, jetzt hier drauf wechseln. Da. Ich glaube, da ist jetzt noch nichts dabei, was ich gebrauchen könnte. Komm wieder. Wirkt zumindest so. Okay, was bist du denn? Sobald die Straße nach Ixia sicher ist, werde ich aufbrechen, um meine Katina zu besuchen. Sie ist vor fast einem Jahr weggezogen und ich vermisse sie jeden Tag. Ja, das glaube ich. Hallöchen. Mein Sohn ist schrecklich krank geworden. Die Heiler konnten nichts tun. Wir haben Medea um Hilfe gebeten, aber sie ist grausam. Sie sagte, dass sie mir nicht helfen würde, bis ich ihr das große Buch irgendeiner alten Königin bringen würde. Wie soll ich da drankommen? Eine von Medeas Schülerinnen. Sie wollte helfen, aber Medea hat sie wieder an die Arbeit geschickt. Procne war ihr Name. Ich bin mir sicher, dass sie etwas über dieses Buch weiß. Okay. Die erste Kiste ist kostenlos. Das ist schön. Sind jetzt wieder sehr unterschiedliche, oder was? Warum kann ich das nicht stacken? Strange. Gut, dann haben wir das wieder schön sortiert. Was es damit auf sich hat, habe ich immer noch nicht verstanden. Mit dem Brief habe ich auch noch nicht. Okay. Ein wahrer Held, meine gut, Karawane! Gut. Hallöchen. Es wird gesagt, dass ein großes gepanzertes Monster, so groß wie eine Trireme, an der Küste Damatrias gelandet sei. Es führen zwei Wege nach Damatria. Einer durch die Höhle von Ortea, der andere übers Meer. Ich schätze, dass jetzt nur noch ein Weg offen ist. Krabbengeschichte. Also eine riesige Krabbe ist irgendwo Richtung Strand. Ja. Okay. Das sagt nichts. Lauter Krabben. Nicht für einen Kampf nutzen, wenn ich ihn habe. So. Müssen wir schön wegboxen hier. Schön den Weg frei machen. Die Stelle hier, das erinnert mich so ein bisschen an Part of Exiles am Anfang. Oh, was haben wir denn da Schönes gekriegt? Ja, Leute, genau dieselben nochmal.
Vom Set, okay. Naja, also die Sekundärwaffen machen jetzt wesentlich mehr Schaden auf alle Fälle. Das war ja ein Schadensoutput-Boost, die Waffen, wo wir da gekriegt haben. Na komm, aufheben. Nichts verkommen lassen hier. Wir können aus allem Gold machen. Kostet 14 Euro, liegt da. Ist da eine fette Krabbe? Okay. Sehr schön. Dann haben wir das auch. Okay. Also da wäre es in irgendeine Stadt nochmal reingegangen. Also ich gehe da nochmal hin. Weil vielleicht ist da die komische Alte, die uns da irgendwas sagen kann für die Quest, wo wir das Buch finden. Könnte ich mir das zumindest vorstellen? Wir wollen jetzt da den ganzen Strand komplett abklappern. Das wäre halt nicht ganz so geil dann. So, dann gucken wir hier nochmal. Okay. Okay, da komme ich gar nicht hoch. Dann hat sich das Ganze schon erledigt. Das hätte ich eigentlich auch vorher mal machen können. Ab und zu bin ich echt hohl. Dumm, dumm. So. Dann sind wir jetzt hier. Das ist ein Steinchen. Brauche ich eigentlich nicht. Brauche ich doch eigentlich gar nicht. So. Der Giftschaden ist echt übel. Das ist so richtig übel. Einmal so ein Pfeil hingeschmissen und die kleinen Krabben sterben schon. Zack. Zack. Nummer 3. Zack. Ah. Der Schadensabtritt ist echt hart. Der ist richtig hart. Die kommt nicht mal an mich ran. Das ist echt böse. Hey, du da! Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Wir müssen das Signal entzünden, um den Handelsschiffen mitzuteilen, dass der Hafen wieder sicher ist. Jedes Mal, wenn wir es versuchen, werden wir von Untoten überwältigt. Wenn du uns helfen kannst, dann sag es. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Wunderbar. Nimm diesen strammen Burschen. Er wird die Fackel tragen und das Signal anzünden, wenn du für seine Sicherheit sorgst. Ja, und wo soll ich das Signal empfachen, bitte? Das sagt mir natürlich wieder keiner. Yes, level up! Yeah. Gesundheit, Stärke. Okay, die sind ein bisschen hartnäckiger. Die tanken ganz gut.
Die tanken echt nicht schlecht. Wo ist jetzt da die Fackel, wo wir da entzünden sollen? Also hier ist sie auf alle Fälle schon mal nicht. Das heißt, es wird wahrscheinlich dann irgendwo hier oben sein. Vermute ich mal. Okay. Alter, wie viele sind denn das bitte? Richtig krass. Warte mal, ja. Ja, das sieht so ein bisschen richtig aus. Ja. Der Spießruten drauf. Na komm, stirb. Stirb. Du auch. Zack, du auch nochmal. So. Okay. Sie tun auch ganz schön böse Aua machen, die Viecher. Aber ich mache auch böse Aua. So. Okay, das brennt jetzt anscheinend, okay. Das heißt, ich habe anscheinend die Nebenquest abgeschlossen, würde ich meinen. Aber irgendwie... Fackelentzünder, okay. Nee, wird schon passen so. Okay. Dann gehen wir noch mal kurz zum Lager unten hin. Und holen uns unsere Belohnung ab, natürlich. Ah, euch nehme ich noch mit. Euch nehme ich doch mit. So. Zack. So. Zack. Das Signal leuchtet jetzt für alle gut sichtbar. Jetzt werden wir wieder zu einem Zentrum des Handels und der Produktion. Ich sehe ein neues goldenes Zeitalter für die ganze Insel. Und das alles dank eines Helden und eines jungen Mannes mit einer Fackel. Keine Formel, scharfe Klaue. Okay. So, dann machen wir weiter beim Krabbenhauen. Und gucken mal, ob wir da irgendwo einen Weg finden, wo wir irgendwie durch können. Was sind das für Krötenviecher? Schaut aus wie so laufende Gehirne.